Partner? Ja, ja, die wohnt hier. Nein, das ist nicht sehr günstig im Moment. Sie hat sich etwas hingelegt. Ja, ich richte es ihr aus. Ja, also, bis dann. Wiederhören. Hallo. Oh, ihr müsst nicht leise sein. Hallo. Hi, Susanne. Hi. Ich wollte sowieso nicht den ganzen Nachmittag verschlafen. Ein Herr Klein hat angerufen. Jens Klein. Er sagt, er kennt euch aus der Schulzeit. Ja, wir sind uns zufällig am Taxistand begegnet. Er will dich direkt wiedersehen? Mhm. Das klingt ja begeistert. Naja, ich habe ihm schon vor 15 Jahren gesagt, dass ich nichts von ihm will. Oh, er scheint Ausdauer zu haben. Er will nachher nochmal anrufen. Sag ihm, ich muss nochmal weg. Mhm. Verteilen wir dich. Naja, also ein bisschen laut wird schon. Ich gehe nur Kaffee trinken. So. Dann holen wir die Plane, oder? So schöne Beine sollte man nicht hinter einer Theke verstecken. Ja, und solche Sprüche sind der Grund, warum man sich Männer abgewöhnen könnte, oder? Bei mir hat es auch schon versucht. Oh, dann sind wir also Leidensgenossen. Susanne Brandner. Cecile von Hanstein. Dann bist du die Frau von Nikos Vater? Ja, genau. Naja, so ganz stimmt es nicht mehr. Ja, meine Ehe besteht auch nur mehr auf dem Papier. Dabei dachte ich, es hält für immer. Jana hat mir erzählt, du wohnst jetzt wieder bei deinem Vater? Ja, zurzeit bin ich bei Papa untergekrochen mit meinen Kindern. Noch eine Halt, bitte. Mr. Macho will bedient werden. Wir reden später. Hallo, Cecile. Hallo. Super, der Billardtisch ist frei. Na, ja, dann mach ich auch was gefasst. Ich hab dazugelernt. Mhm. Hallo. Hallo. Ich hätte gern zwei Kaffee. Komm sofort. Danke. Wir gehen auf meinen Deckel. Das ist nicht nötig. Vielen Dank. Ist mir noch ein Vergnügen. Ich bin mal kurz. Ja, bei deiner Glückssträhne kannst du ja schon mal den Tisch leer räumen. Was machst du eigentlich nach Feierabend? Meinen Freund abholen. Vom Karate-Training. Carla? Ja? Da ich jetzt mit Natalie zusammen wohne, werden wir uns ja wieder öfter über den Weg laufen. Hm. So wie in den guten alten Zeiten, ja? Carla? Mein Vater hat dich geliebt. Er hat dir vertraut und was machst du? Du steigst mit seinem Sohn ins Bett. Hast du dir immer aussuchen können, in wen du dich verliebt hast? Wir müssen ja nicht gleich beste Freundinnen werden, aber... Mädels, heute ist euer Glückstag. Deiner nicht. Du fliegst gleich raus. Da stimme ich dir zu. Oh, Frauenpower. Steh ich drauf. Cecile, kannst du mir mal gerade helfen? Ich komme schon klar. Spielen wir eine Partie? Kein Bedarf. Jetzt hab dich nicht so. Ich sagte nein. Ich liebe Frauen, die sich zieren. Sie sollten sich einen richtig guten Therapeuten suchen. Langsam, langsam, Kleines. So, Schluss jetzt. Au! Und raus. Also, der hat auch heute Hausverbot. Susanne? Danke. Trinken wir noch einen Kaffee zusammen?